Ich habe letztes Mal mein Video mit M beendet. Ja, M. Genau. Also ich wollte euch das mal zeigen. Ich kann es ja jetzt sogar schon leisten. Schöne Sache. Achso, war ich jetzt fertig? Gucken, gucken, gucken. Ja, ich bin doch fertig. Also war doch nichts mehr. Gut. Mir egal. Dann bin ich schön fertig. So. Halt da! Ich bin Klubber, der fürchterliche, der grausame, der unnachgiebige Klubber. An mir kommt nur vorbei, wenn ihr Bares locker macht. An mir kommt ihr nur vorbei. 15 Krähenmützen kostet euch die ganze Sache. Und wollt ihr nicht zahlen, werde ich euch davonjagen. Nö, wir nehmen Kämpfen. Baum. Ja. Genau, also das kann man so oft machen, wenn man möchte, dann kann man nicht besiegen. Man besiegt nachher einen, der so ähnlich aussieht. Sein Bruder, keine Ahnung. Klopper heißt er, glaube ich. Das ist Klubber, Klopper, Klubber. Naja, hört sich doch so an, als wenn die irgendwas miteinander zu tun hätten. Ja. Ja, hier diese Runden machen wir als letztes, weil die sind nachher die verlorene Welt. Die möchte ich am Stück wegmachen. Heißer Ritt ist ein... ja. Nicht ganz das, was man erwarten würde, wenn man als Erwachsener an dieses Spiel herangeht, aber ich meine, was so zwischen den Levels abgeht, zwischen den beiden, keine Ahnung. Weil Dixie, ich weiß nicht, also wenn ich die wäre, würde ich mir überlegen, würde ich sagen, können wir nicht nur Freunde sein? Weil ich weiß nicht, du bist ja ganz nett und so. Und die einzige Affendame außer Candy und die olde Brinkley halt, die rumläuft, bloß Candy, die will mich nicht und. Ach, was laber ich schon wieder für eine Rotze, ja. Ja. Tot, 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 tot. Ja, Rambi bringt den Tod, Rambi. Russisch Rambi. Ja, wir wollen natürlich auch die Bananenmünze haben und. Ich hoffe, ich habe jetzt drei Videos hintereinander aufgenommen, ohne sie mir anzugucken. Ich möchte eigentlich die Videos auch nochmal Probe gucken. Grund, ich möchte wissen, war das jetzt so schlau gewesen, dass ich jetzt so tief gegangen bin? Ich glaube, ich sterbe jetzt. Bitte nicht. Ja, Meister der Knappheit. Guten Tag, ich bin der Igel. Ja, also hier. Ja, ich weiß, dass nachher die DK-Münze war. Irgendwie ganz oben und wenn man da nicht zu zweit unterwegs ist, geht's nicht und. Das ist ein Scheiß, weiß ich nicht. Mal gucken. Ich weiß auch, dass hier eine Bonusrunde mit Rambi aufzurammen ist. Müsste eigentlich demnächst auch kommen. Ja. Ja. Boom. Ja. Ich weiß ja noch ganz, ganz viel. Das ist ja super, das ist ja super, das ist ja toll. Ja, ja, warum spiele ich auch ein Super Nintendo-Spiel und nichts anderes? Warum spiele ich nichts sagenumwoben Neues? Ich stehe auf dem Super Nintendo. Ich bin nicht so der Nintendo-Fan, weil ich weiß nicht, ich mochte den Super Nintendo. Ich habe den damals, habe ich das Have More Fun Set bekommen. Ich habe dann Mario World dazu gehabt. Ich habe mir dann ganz schnell Secret of Mana besorgt, weil ich das schon mal gespielt hatte. Und ich wollte es unbedingt wiedersehen. Ich wollte es endlich durchspielen und ich habe es getan. Und zwar mehrmals. Und zwar sehr oft. Und, ach, nicht Pause, du Hopfenmeister, ey. Ah! Kotz im Koffer hier. Ja, da brauchen wir die Olle. Hier ist nämlich die Bonusrunde. Ich hab's an der Banane gesehen. Wenn man immer sehr aufmerksam ist und sich die Bananen anguckt, dann geben sie dir oft Hinweise, was zu tun ist. Sehr, sehr häufig. Ja. Wobei, ich habe auch einmal das Projekt gehabt, ich möchte Donkey Kong Country, den ersten Teil, mit 101% in diesem Fall. Der dritte hat 103%. Ja, sehr konsistent. Durchzuspielen. Habe gedacht, nein, ich suche alle Bonusrunden selber. Ich möchte das nicht so und keine Ahnung. Ich möchte alles selber finden. So wie im dritten Teil, ich das gemacht habe, habe ich nachher nur zwei oder drei haben mir gefehlt. Die habe ich nachgeschaut. Gut, waren schwierig. Aber, keine Ahnung. Ich habe da noch keinen Bock gehabt. Ich habe es nicht geschafft. Ich ist teilweise sowas von bescheuert, dass man da an Stellen runterhüpfen musste, wo man es niemals auch nur erwarten würde, dass man dort runterspringen kann, wo man auch keinen Hinweis bekommt, dass da was sein könnte. Ja, hier, toll. Ja, Schön. Ich hätte das Fass behalten sollen. Ja, geile Aktion. Ist das jetzt hier mit dem. Gehe ich nochmal zurück? Gehe ich nochmal hin? Nee. Ich glaube, dass das nächste Mal, da ist das, wo ich. Ja, nein, nein, nein. Bin jetzt schon dran vorbei. Ich will's nicht. Ich möchte nicht nochmal spielen müssen. Ich möchte jedes Level in einem Atemzug durchkriegen, zumindest wenn ich im Ziel war, dass ich nicht nochmal rein muss. Spart Zeit, spart Geld, spart Geschwisterliebe. Nein, und jetzt ist er oben. Ja.
toll. Nein, das war blöd, das war blöd, das war blöd. Nein, das war gut, das war gut, das war gut, das war super. Mario, toll. Der Igel, toll. Na egal, ich schneide jetzt nicht raus. Ich bin Mario, hallo. Ja, genau. Okay. So. Und da oben gegengeballert die Olle. Pff. Na? Ja, da ist sie, da ist sie, da ist sie. Ich hab's doch geahnt. Ich habe es doch geahnt. Ich hab's doch geahnt. Ach, verdammt, dass ich noch so viel weiß. Das ist ja schon doof irgendwie. Ich möchte auch ein bisschen was suchen müssen. Keine Ahnung. Kann mir jemand mal ganz stark gegen den Kopf hauen und hoffen, dass ich dadurch alles vergesse und das Spiel wieder denke, neu, toll, freu. Ich habe sehr, sehr viel Freude mit diesem Spiel gehabt. Ich habe dieses Spiel auch alle zu zweit durchgespielt damals. In Koop mit einem damals guten Freund, den ich nachher nach dem Umzug nicht mehr gesehen habe. Ja, naja doch, ich war nochmal auf Urlaub da, hab ich ihn in der Bar getroffen, hab gesagt, hey, dich kenne ich doch, wir haben doch immer gespielt, der ist jetzt Koch geworden. Ja, gut. Naja, egal. Auf jeden Fall haben wir das hier im Koop durchgespielt und er war gut, er war super, ich fand ihn toll. Wir hatten dann mal so Stellen, wo ich keinen Plan hatte, ich hab's nicht geschafft, ich hab mich so derbe dämlich angestellt, dass echt, das war zum in die Tonne kotzen, ehrlich. Und, ach, kannst echt, also super. Und, naja, und dann hab ich dann halt wieder Sachen gespielt, die er nicht konnte, und da war ich dann auch mal sehr stolz und hab mich gefreut, wie toll ich doch war, und ja, das war schön, das war schöne Zeit, schöne Zeit, schöne Zeit. Und dann haben wir erst den ersten Teil, dann den zweiten Teil, dann den dritten Teil, und nee, hab ich den dritten, ja, hab ich auch mit ihm gespielt, ja. Ja, und der dritte Teil war nicht so toll wie der zweite. Der zweite ist mein absoluter Liebling aus der Reihe. Ich liebe diesen Teil, weil, ja, erstmal Diddy und, ja, auch wenn die Dixie doof ist, finde ich, ist wenigstens was anderes als bei Donkey Kong, wo Donkey Kong im Prinzip das gleiche war wie Diddy, nur nicht so cool aussieht und, ja, vor allem auch, ja, naja, wieder Bananen. Vor allem einfach der schwerere Typ war, der halt bestimmte Gegner töten konnte, die starken, großen Crusher, glaube ich, hießen die. Konnte der töten, Dixie nicht. Mann, ich laber eine Scheiße zusammen. Squawks-Schacht. Entschuldigung. Ich habe aufgestoßen. Guten Tag. Naja, Ekligkeiten wollen wir jetzt hier raushalten eigentlich. Egal. ja. Ja, mache ich einen Cut? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, weiß nicht, weiß nicht, weiß nicht, weiß nicht. Ich glaube, noch ein paar Minuten können wir spielen. Sonst muss ich nämlich cutten. Und das möchte ich nicht. Ich hasse es. Ich möchte es nicht. Ich möchte keine Arbeit mehr machen. Ich möchte faul sein müssen. Ich hoffe auch, dass diesmal die Stimmen. Ich habe einfach die Stimmqualität habe ich hochgestellt vorhin. Ich habe einfach gedacht, hä? Machst du mal 16-Bit? Ja, toll. Dreckschwein. Nein, nein, nein. Egal, toll. Ja, toll. Du kannst das Ding trotzdem nicht aufmachen. Und ich habe keinen Didi mehr, das heißt, ich komme da nicht ran. Das heißt, ich muss erstmal nach oben mir einen Didi holen. Oh, das lief ja gut. Und dann wieder runtergehen. Oder? Ich kann auch hier probieren. Ja. Ich will alles haben. Da ist er. Nein, nein, nein. Ich mach's jetzt einfach. Ich will wissen, ob da. Kann ja sein, dass da etwas ist, was ich will. Eine Bonusrunde zum Beispiel. Ja. Nö. Keine Bonusrunde. Nö. Keine Bonusrunde, keine Bonusrunde, keine Bonusrunde. Ja. Na, nee. Auch nicht. Nee. Hier lang. Nee, ja, nee. Nee. Ja, aber hier. Ja. Ja, ich schweige gerade. Weil ich meine Mundwinkel nach unten zehre und. Ja, du dumme Schlampe, Mann, ey. Sei froh, dass du mir da runtergefallen bist. Wenn ich dir jetzt in die Fresse hauen würde, würdest du noch viel mehr schreien. Scheiße. Nochmal den ganzen Spaß. Ja, ich glaube, dann mache ich auch einen Cut. Ja, ich stelle mich nochmal an den Anfang, damit es so aussieht, als wenn ich die Runde gerade erst beginne. Und bis gleich.